Hier können wir in der freien Natur einen epileptischen Busch begutachten. Diese Gattung der Pflanzenwesen ist sehr selten in dieser Tierwelt verbreitet. Wie man hört, kann der Busch durch ihre epileptischen Zuckungen der Äste durch Nee. Windschwingungen mit anderen seinesgleichen kommunizieren. Die Geschwindigkeit, in der sich jeder der einzelnen Zweige bewegt, wackelt, zittert, gleicht schon fast der Mach-1-Schallgeschwindigkeit, wie man sehen kann. Ich kann schlecht aus freiem heraus eine sinnvolle Dokumentation zusammenlabern. Daher werde ich das mal lassen und das Mikrofon zurück ins Studio geben.